Also, wir haben hier erstmal was auszugeben. Das irgendeine Zeichen können wir mal erhöhen. Das schadet nicht. Okay, ein bisschen auf Verteidigung sitzen wir auch nicht schlecht. Oder doch? Das hätten wir jetzt gebrauchen können. Die Fähigkeit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es beim nächsten Mal wieder. Konter zerfleischen. Es ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Am Hexenhaus rechts, das ist so eine Also, schöne. was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blutvergießen. Sag Gemetzel. ich auch mal, wenn mich jemand Darum mag. sind wir in Eile. Keine Sorge, die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Sag ich mal, wenn mich jemand nach meiner Adresse fragt, in dem Hexenhaus rechts. Vorsicht, Kobolde! Oha, das war klar. Dürften ja eigentlich gar nicht so viele. So ein Problem sein. Bloß, dass ich ihn nicht sehe. Da ist noch einer. So, haben wir's. Nicht die nettesten Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier. Um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Ja. Oh, Einhörner. Fangen wir sie ein. Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich, oh, ich will das das Pink. in Rosa. Nee, das ist meins. Ich will das Pinke. Ey. Nur schon mal in der Märchenwelt sind. Aufregend, ach, nicht sein wahr? Muss. Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du es mir? Lieber nicht. Unfair. Keine Wölfe hier! Kein einziger! Ach, Tan! Ich bin in Sicherheit! Überhaupt nicht in Gefahr! Das ist der. Jos! Verdammt, sie reißen ihn in Stücke! Erstmal reißen sie mich in Stücke. Immer noch. Na dann. Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Da kommen mehr. Noch ein Wolf, hinter dir. Hör gar nicht hin, er lügt immer. Ach so, der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner, Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen. Ah, ja. Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt?
ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der tausend Märchen. Wölfe! Rette sich meckern! Ah ja. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so? Und niemand bewacht sie? Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Ihr Leute! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Das war so toll. Das ist... Boah, das ist kein Stück, das war nicht das andere Ende genommen haben. Das ist... Also gut. Ja, wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Welchen Quests? Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ach du Scheiße. Ah, gut, an die Arbeit. Es wird ein Batzen Arbeit. Okay. Regenerieren. Sehr schön. Das funktioniert auch, wenn man nicht meditieren kann. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon. Aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Ich glaube, die schläft heute noch. Oh, ich finde die Quests gerade sehr schön. Oh, schau mal. Der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Aha, das Kaisers neue Kleider. Sind sie nicht atemberaubend? Meine neuen Kleider. Ja, fantastisch. Einfach umwerfen. Ich muss mal gerade die Quests vorlesen. Finde die drei Zauberbohnen, besucht die drei kleinen Schweinchen, besucht die drei Bären, geht zum Haus der Großmutter, sprich mit dem Mädchen, das Zündstände verkauft. Da war wahrscheinlich noch mehr. Sprich mit Rapunzel, haben wir noch natürlich großartig. Dann finden wir erstmal drei Zauberbohnen. Hier irgendwo in der Nähe wahrscheinlich oder nicht. Nur die weißen Kultivierten sehen meine neuen Kleider. Ja, wunderhübsch. Ach du Scheiße, Kobolde. Das ist falscher. Jetzt aber gut. Komm später nochmal wieder. Das ist wahrscheinlich Rapunzel. Vorsicht, Kobolde! Du Sau!
besiegen wir die jetzt schon. Dann haben wir es nachher nicht mehr zu besiegen. Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Ja, gleich, ich mach eins nach dem anderen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Mhm. Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Ah, okay. Dann sind noch vielleicht für Kirchen. Ah, okay. Hier haben wir die Hütte aus Stroh, die weggeweht wurde. Fantastisch. Dann haben wir einmal die Hütte aus Holz geboostet. Und hier haben wir die Hütte aus Stein. Dann pusten wir mal die Hütte aus Stein weg. Ich habe ein paar Bomben. So ging das Märchen aber nicht. Direkt ein Schweinchen besiegen. Verdammt, das hat ihm nicht gefallen. Oha, das war ein Bossgegner. Schwer zu besiegen. Vielleicht kann man sie grillen. Alter Schwede. Echt nicht übel. Erstmal das eine, dann die anderen. Uff, das wird gar nicht mal so leicht. Da drüben. Rattenfänger. Schwein. Ach du Scheiße. Die Attacken von dem Schwein. Hier drauf, weil ich von Schweinen besiegt werde. Okay, dann können wir was nicht. Hässlich und wild! Jetzt haben wir immerhin schon. Und drauf, während es am Boden liegt. Holy shit. Aufpassen.
taktisch vorgehen. Verdammt! Wurde von Schwein getötet. Das kann ja nicht sein. Heilige Scheiße. Das sind hier die richtigen, die wahren Bosskämpfer. Schweine. Märchenhafte Bosskämpfe. Das ist ja fantastisch. Das tausche ich gerne in den Kampf gegen. Der wäre wahrscheinlich mindestens genauso schwer gewesen. Drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Ja. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Das Arztzeichen wird wahrscheinlich aus, der Objektiv sein. Der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was du hast gesagt? Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Könnte hinkommen. Oh, verdammt! Das hat ihm nicht gefallen! Verdammt! Verdammt! Als ob mich das Schwein so krittet. Ich muss taktisch angreifen. Greifst du nicht an? Verdammt. Umhauen und angreifen. Schwein. Verdammt. Alter! Punkt von der Seite. Komm, Schwein. Nicht beide auf einmal. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ziemlich viel. Nochmal das Schwein. Das sind ja keine normalen Schweine. Zwei auf einmal ist unfair. Alter! So wird es nie was. Keine Idee, wie wir das richtig hinkriegen sollen. Ich kann da wirklich nur... Krieg da nicht wirklich Schaden hin. Mit allen Seiten attackiert.
prinzipiell ist das schon ein Bosskampf. Nach meinem Geschmack. Ja, lecker Steak. Das eine ist fast tot. Und werden Schweine geschlachtet. Die Veganer und ich müssen da weggucken. Mal getötet. Wo bin ich? Haben wir alle? Sieht so aus. Zauberstaub. Das letzte hat natürlich die Bohne. Nö. Keine Bohne. Nicht die Bohne. Ah, die blaue Bohne. Der große böse Hexer hustete und brustete. Und schau, das alles für eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Bin gespannt, was du die anderen Quests. Humor. Was die anderen Quests so sind. Hm. Warum so schockiert? Na, als du hergekommen bist, hast du eine Schnute gezogen und dir irgendwas in den Bart gemurmelt. Und jetzt das? Ein Scherz. Nicht mal ein schlechter. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Wir müssen noch weitere Märchen dichten. Der ganze Scheiß hier für eine. Mit den Bohnen. Und? Gefällt es dir hier? Bis jetzt nicht. Ich mach, glaube ich, erstmal die anderen Quests. Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. So, das Märchen mit dem Mädchen mit den Schwefelhölzern. Machen wir das mal. Der Geistbock. Fantastisch. Zigarillo? Tabak? Eine Prise Fistech? Hm. Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich habe mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Geil. Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht Deine mögt Kopf. Ihr... Es hat's hey, nicht gebracht. Woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten. Hab ich umorientiert. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern hat eine Umschulung gemacht. Oh Gott, das ist so gut. Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen, das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Auf gar keinen Fall.
Was genau hast du noch zu verkaufen? Wie ich schon sagte, Tabak, Fistech, alles Mögliche. Seht selbst. Aha. Falsche Zähne. Lebkuchen. Ein paar Nägel mitnehmen. Apfel. Magische Pilze. Lebkuchenmann. Goldfarben. Goldener Ball. Fantastisch. Fistech. Zauberspiegelscherbe. Korkenzieher. Knochen. Ach du Scheiße. Knochenasche. Kennt ihr das Märchen? Mit den Katzen, wo es dann. Das ist aber nicht Grimms Märchen, das ist ja von den. Das ist, glaube ich, von Struwwelpeter hier, die Geschichte, wo die zwei Mädchen irgendwie nach zu Hause alleingelassen werden und nicht mit dem Feuer spielen dürfen, haben die dann doch mit dem Feuer spielen, die ganze Bude abbrennen und dabei selbst bis zu den Knochen runterbrennen und nur ein Aschehäufchen da bleibt und. Die Katzen sitzen heulend da, das ist. Alter! Die muss man sich mal wirklich jetzt mal als Erwachsener durchlesen, die Geschichten vom Struwwelpeter, was dort alles. Alter Schwede, das sind also. Dass man sowas Kindern vorlesen kann. Das sind teilweise Geschichten, die sind echt für erwachsene Menschen zu hart. Machst für Eltern sind die zu hart. Gut, ich bezahle für das Band. Reicht das? Ja, jetzt schert euch weg. Nachdem ich dich für leer gekauft habe. Ich habe das Märchen ein bisschen anders in Erinnerung. Ich habe nichts mehr. Gut, erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. Ah ja. Das war ja halb so schwer wie dir. So, was machen wir als nächstes? Wir besiegen den großen bösen Wolf. Bei der Großmutter. Liegt doch auf dem Weg. Ich hoffe, wir kriegen eine Zuckerstange als Schwert irgendwie hier danach oder eine Rüstung. Und was ist das hier? Als Belohnung für dieses Abenteuer. Das hat sich geraten. Dann schauen wir mal, wie sie das Märchen der Rotkäppchen gemacht haben. Mochtest du Anna Henrietta? Du machst wohl Scherze. Ich habe sie angebetet. Meine süße Schwester, so niedlich. Aber als sie mich aus dem Palast geworfen haben, hat sie nicht mal aus dem Fenster geguckt. Großmütterchen, warum hast du so große Augen? Oder sie konnte. Und Amnestie konnte sie mir auch nicht gewähren, als sie gekrönt wurde? Bitte. Mhm.